Nein, überhaupt nicht. Das kam auf mich zu. Ich habe das Drehbuch gelesen, das mir sehr gut gefallen hat. Ich kenne den Regisseur, Nils Wildbrandt, ein fantastischer Regisseur. Und dann habe ich gesagt, das mache ich. Das Buch und das sind die Voraussetzungen. Mein Vater wollte das. Ich kann mich erinnern, dass er eben nicht wollte, dass ich zum Theater gehe, aber nicht deshalb, weil er das nicht gut fand, sondern weil er wusste, wie schwer das ist, sich da durchzusetzen. Er wollte mich eigentlich schützen, wie sich später herausgestellt hat. Übrigens, ich habe das Gefühl, ich bin immer in einem Prozess. Denn wenn ich eine Figur angeboten bekomme, ich muss noch dazu sagen, dass mich eigentlich schon die Figur interessiert, aber eigentlich in welchem Stück? Ja, so gesehen bin ich kein Schauspieler für eine Rolle, sondern für ein Stück, für einen Zusammenhang. Sonst finde ich mich nicht zurecht und da möchte ich auch das meine, wenn ich kann, dazugeben. Er kann das, was er tut und das mit außerordentlicher Konsequenz. Ist den guten und schönen Dingen des Lebens nicht abhold. Also das ist nicht etwas eine knöcherne Figur, sondern der mit dem Leben umgehen kann. Und wie sich dann herausstellt, das sieht man ja anhand der Möglichkeiten, wie er sich ausdrücken kann, dass er richtig im Leben steht. An die Verurteilung denke ich eigentlich nicht als Biegler. Ich habe mir übrigens den Herrn Biegler so gut einverleibt, wie ich nur konnte. Ich denke nicht daran. Ich überlege, kann ich das von mir aus in meinem fortgeschrittenen Alter, er ist nicht so gesund, aber ich sehe mich raus, einen Prozess durchzustehen und er macht das auch. Ja. Sogar, weil er von seiner Frau halt gebeten wird, diesen Fall nicht anzunehmen, weil das ein Kind von Freunden von uns entführt wurde und das eine Rolle spielt. Bei mir spielt das gar keine Rolle. Er ist tatsächlich, das musste ich mir von dem Biegler, von dem Charakter abschauen, er ist sich nicht sicher, aber er ist sicher, dass er ein Strafverteidiger ist. Und seine Leidenschaft ist es, das Recht herauszufinden, das Recht, wie das mit der Gerechtigkeit, der ja auch eine große Rolle spielt in unserem Film, ausschaut, weiß ich nicht. Aber das Recht ist mir sympathisch, weil ich weiß, das bedeutet, dass der Staat, in dem ich lebe, eine Konstitution hat und ein Grundgesetz, sagt man in Deutschland, bei uns sagt man Verfassung und von dieser Verfassung, von dieser uns selbst angemessenen Verfassung hängt eigentlich alles ab, natürlich das Weitere, besonders die Rechtsprechung. Und es ist ja ein hochinteressanter Fall. Außerdem, wenn man einen Brief bekommt, in dem steht, bitte verteidigen Sie mich, da schaut man nicht drauf, was der gemacht hat. Das wäre ja eine Art bereits das, was das Gericht dann feststellen soll. Sondern schauen wir, und es interessiert mich selber. Ich meine, der Biegler, also ich, er sitzt nächtelang, sodass ihm seine Frau Essen bringen muss um Mitternacht und brütet über seine Fälle. Und ich finde das natürlich fantastisch. Sich so wirklich intensiv mit allem, was menschlich ist, zu beschäftigen und auch zu wissen, dass es ohne Gesetze, die wir uns selber verpassen, nicht geht.